die Elfe Dingel und den Gnom Dost. Die beiden waren auserwählt worden, im Winter auf Markt Elfbach aufzupassen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten waren sie mittlerweile richtig dicke Freunde geworden. Der Winter neigte sich dem Ende zu und die Sonne kämpfte sich immer häufiger durch die dicken Wolken. Bald schon sollten die anderen Bewohner des Dorfes nach Markt Elfbach zurückkommen. Dost war in den Wald gegangen, um nach einer besonders schönen Wurzel für eine neue Flöte zu suchen. Er hatte schlechte Laune und wollte sich ein wenig ablenken. Da sah er einen vollbepackten alten Mann um einen Baumstumpf biegen. Er sah ein wenig merkwürdig aus. Alles an ihm war blau oder weiß und seine Kleidung war mindestens so alt wie er selbst. Trotzdem schien sie zu funkeln. Merkwürdig. Bestimmt war das einer dieser nervigen Fahnenhändler, die einem selbstreinigende Töpfe, tanzende Schuhe oder sonstigen Quatsch aufdrängen wollten. Der seltsame Aufzug war sicher nur Teil seiner Verkaufsmasche. »Hallo, mein Junge«, begann der Alte. »Du siehst aus wie jemand, der ganz genau weiß, wo es lang geht.« »Ja, und zwar weit weg von dir. Ich kaufe nichts.« Der alte Mann wirkte verwirrt und ein wenig ärgerlich. »Aber wer hat denn etwas von Kaufen gesagt?« Dost fröstelte. »Nichts für ungut, aber ich habe keine Zeit.« Der alte Mann wurde etwas weniger freundlich. In seinen Augen blitzte es. Seine Haare wurden weißer und Wind kam auf. Dost bemerkte nur, dass es kälter wurde und hatte jetzt erst recht keine Lust mehr, mit ihm zu sprechen. »Hör mich doch erst einmal an!« Dost fühlte sich gar nicht wohl. Ihm war, als würde er den Alten nur noch durch weißen Nebel sehen. »Nein, ich gehe jetzt!« Er wollte sich umdrehen. »Aber halt«, rief der Alte. In dem Moment begann es zu schneien. »Nein, nein, nein«, sagte Dost und stampfte mit dem Fuß. Der Schnee wurde mit jeder Sekunde dichter. Dost drehte sich um und lief so schnell er konnte davon. Als er durch das Dorftor kam, traf er auf Dingel. Der Schnee fiel so dicht, dass die beiden kaum noch die Hand vor Augen sahen. »Ist das kalt, ich sehe kaum etwas, kann ich mit dir in deine warme Höhle kommen?« Zu seinem guten Freund Dingel war Dost natürlich viel netter als zu Fahnenhändlern. »Ja komm, beeilen wir uns. Das Wetter ist ja zum Zeckenkuscheln.« Schnell verkrochen sich die beiden in Dosts Höhle. Sie machten sich Feuer und kuschelten sich nah an dem Kamin. Der Sturm vor der Tür tobte und tobte und durch den Kamin flogen einzelne Schneeflocken, die rasch im heißen Rauch schmolzen. Dingel und Dost wollten den Sturm aussitzen. Sie redeten und tranken Tee und schließlich erzählte Dost von dem alten Mann. Dingel hörte gespannt zu. »Du meinst, er sah irgendwie bläulich aus?« »Verzweigt und zugeschleimt. Ich glaube, ich weiß, woher der Sturm kommt. Das klingt nach Väterchen Frost. Der kommt hier jedes Jahr durch. Hast du ihn denn noch nie gesehen?« »Manchmal glaube ich echt, du lebst hinterm Sumpfloch.« So war es ja auch wirklich. Während Dingel gerne mit allen und jeden über alles und jedes sprach, war Dost eher zurückhaltend und hatte auf Gespräche über das Wetter überhaupt keine Lust. »Glaubst du, er ist wütend, weil ich nichts von ihm kaufen wollte?« »Ach, Väterchen Frost ist kein fahrender Händler. Väterchen Frost ist der Winter. Er bringt Eis und Schnee, Kälte und Frost. Er kommt hier seit Ewigkeiten zweimal im Jahr durch. Es heißt ja, in den letzten Jahren war er nicht mehr so ganz bei Sinnen. Erst gab es gar keinen Schnee mehr und dann so viel. Bestimmt ist er wütend, weil du ihn hast abblitzen lassen.« »Der Winter? Ach du liebes Bisschen, meinst du, er beruhigt sich von selbst wieder? Ich habe nicht mehr allzu viel Holz in der Höhle. Das reicht höchstens noch für ein paar Stunden. Und solange es so sehr schneit, werden die anderen den Weg hierher nicht finden.« Es war wirklich eine verzwickte Situation. Vorsichtig lugte Dost nach draußen in den Wald. Die Schneedecke wurde immer höher und wäre der Eingang zu seiner Höhle nicht ein wenig geschützt gewesen, so wären die beiden längst eingeschneit. Der Korb mit dem Brennholz wurde leerer und leerer und Eiskristalle bildeten sich an der Wand um die Wohntür. »Was sollen wir nur tun?« sagte Dost verzweifelt. »Wir können ja schlecht gegen Schneeflocken kämpfen.« »Bei dir muss immer gleich alles Streit oder Kampf sein, was?« erwiderte Bingel. »Meine Oma hat ja immer gesagt, mit einer Tasse Tee und ein paar netten Worten war schon so manchen geholfen. Vielleicht solltest du dich einfach bei Väterchen Frost entschuldigen.« »Mit einer Tasse Tee oder was?« »Na klar, warum nicht?« Dost war skeptisch, aber eine andere Lösung hatte er auch nicht bereit.
Also zog er sich seine wärmsten Sachen an, klammerte sich an einer Tasse Tee fest und wagte sich mutig vor die Tür. Er räusperte sich. Herr Winterfrost? Väterchen Frost? Hallo? Ich wollte mich entschuldigen und hallo, hören Sie mich? Etwas hilflos schwenkte er seine Tasse Tee in der Hand. Ach, ließ der Schnee vielleicht schon etwas nach? Ich hätte nicht so unhöflich sein sollen und uns ist echt kalt und das Feuer ist fast alle und ich hätte hier eine Tasse Tee. Ich habe auch Blütenzucker rein, Herr Frost. Und habe ich schon gesagt, dass es mir leid tut? Der Schnee ließ tatsächlich nach und die Umrisse des alten Mannes wurden im Schneetreiben sichtbar. Hallo, sagte Dost noch einmal vorsichtig. Da wurde Väterchen Frost endgültig sichtbar. Ach Bursche, jetzt willst du doch mit mir reden. Es tut mir leid, ich hätte Ihnen zuhören sollen, als Sie ja... Was wollten Sie denn eigentlich? Der alte Mann sah traurig aus. Möchten Sie vielleicht die Tasse Tee mit uns in der Höhle trinken? Der Winter nickte und zusammen gingen sie nach drinnen. Dort begann er zu erzählen. Seit vielen, vielen Jahren komme ich in jedem Jahr und bringe das Eis. Und im Frühjahr nehme ich es wieder mit. In den letzten Jahren ging es mir nicht mehr so gut. Also ist das meine letzte Reise. Mein Sohn übernimmt und ich gehe in Rente. Ach so, und du willst nicht in Rente und willst es dir deshalb hier gemütlich machen? Nein, wie soll ich sagen, ich finde den Weg nicht. Ich musste den Norden, dass ich mich auf meine alten Tage hier nochmal verlaufe. Peinlich, peinlich. Deshalb wollte ich dich nach dem Weg fragen. Dingel tröstete ihn. Ach, das ist doch gar nicht schlimm. Jeder verläuft sich mal. Du musst in den Norden? Fragte Dost. Ich habe eine Idee. Schnell ging er zu einer Truhe, die in der Ecke stand, und begann darin zu wühlen. Wo habe ich denn? Ah, ja, hier ist er ja. Triumphierend hob er etwas in die Höhe. Tada! Den hat mir mein Vater mal von einer Reise zu, du weißt schon wen, an den Nordpol mitgebracht. Das ist ein Kompass. Der zeigt immer nach Norden. Du kannst ihn ja verstecken und nur heimlich ab und zu einen Blick darauf werfen. So merkt auch keiner, dass du dich verlaufen hast. Ich schenke ihn dir. Väterchen Frost strahlte. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Ich hätte da schon eine Idee und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es wäre echt nett, wenn du dich auf den Weg machen würdest. Unsere Freunde kommen bald ins Dorf zurück und es wäre schön, wenn sie es noch finden. Oje, da habe ich wohl ganz schön etwas angerichtet. Ach, da ist es doch das Mindeste, dass ich jetzt verschwinde. Dingel und Dost begleiteten den alten Mann vor die Tür. Danke, sagte Väterchen Frost noch einmal. Dann machte er sich auf den Weg und verschwand schnell. Die Sonne kam hinter den Wolken hervor. Es wurde Zeit für den Frühling. Thank you.